Ich darf die Panelistinnen kurz vorstellen. Jelena Schiklova zur Rechten, Historikerin, Philosophin, Soziologin. Nach der Niederschlagung des Prager Frühlings war ihre Universitätskarriere erstmal zu Ende und interessanterweise ist, sagt sie von sich als Mitautorin der Charta 77, dass sie im Grunde in der Opposition zur Feministin wurde. Sie ist Mitbegründerin der Gender Studies Prag. Vielen Dank für die Möglichkeit, da bin ich da eingeladen, ja, unter die Sache und etwas da sagen. Verzeihen Sie, das würde ich wie immer wäre, schlecht Deutsch zu sprechen, aber damit kann man nichts machen, ja. So einigen Leuten haben wirklich die schlechte Nichtkenntnisse, so habe ich gute. Ja, aber ich kenne schlechte, schlechtes Sinn für die Sprachen. Ja. So, ich gab da einen das ist, hier ist geschrieben, ja. Das ist ein Zeitschrift für Osteuropa. Es wurde da herausgegeben, in der sogenannten Osten. Ja. Hören Sie, ja? So. Und hier ist Napsan, hier ist geschrieben, Polen, 10 Jahren, Ungarn, 10 Monaten. Ja. Hier hat sie DDR, NDR, 10 ja. Wochen und CSSR 10 Tagen. Ja. Denke, das wirklich, das ist sehr wichtig für die Begreifung, welche Unterschiede bei uns waren, aber auch, dass relativ einfach es war für uns, die waren ein bisschen immer wäre an der Rand, ja, und dass wir waren nicht so geöffnet wie die anderen in der anderen Ländern, ja. Da muss ich sagen, dass vielen, vielen Jahren wir sind wirklich wurden begeistert mit der Enthusiasmus von Polen. Naja, aber bei uns, wie sagt man, ja, naja, in Polen, auch in der Tschechoslowakei, gibt es den sogenannten Gulasch-Sozialismus. Aber wir haben in unserem Gulasch die größeren Stücke der Fleisch und wegen dem, es dauert bei uns langsamer. Ja. So denke ich, das ist etwas, was ist wichtig und was ist typisch für diese Änderungen. Die andere Sache, ja, welche waren, wir haben die relativ gute, oder nicht offiziell selbstverständlich, Verbindung mit der Osteuropa. Muss ich Ihnen sagen, dass jetzt, wenn ich sollte, den Brief nach West senden, muss ich ihn auf den Post geben, die Marken kaufen, ja, dann geht es auf den Post. No, es ist mehrmal kompliziert, als es war vor dem Ende oder vor 30 Jahren früher, ja. Sicher. Es war einfacher, dass vielen, vielen Leuten aus der West, aus der Westambassade, aber früher auch aus der Westländern, aus Briten, aus Frankreich, aus Deutschland, ja, aber auch aus Wien, aus Österreich, ja, sie haben uns geholfen. Es war mehrmal einfacher. Polen waren solche gute Stellung in der die Emigration der Emigration hatte so gute Stellung, dass sie hatten zum Beispiel mehrere Xerox-Maschinen, verzeihen Sie ja, dass ich machte, Maschinen, als sie brauchten. Zum Beispiel, sie bekamen in Polen die Xerox wie sagt man Xerox-Maschinen? Kopiermaschinen, ja. So, und sie haben so, dass sie schmuggelte es noch einmal zu uns. Ja. No.
gibt es solche Witze, ja, dass zwei Hündchen, Hündchen sind, eine geht aus der Seite über die Grenzen, ja, auf dem Krkonosche, ja, auf dem Gebirge, und eine geht aus der Polen und der zweite geht aus Tschechoslowakei, ja. Und er sagte, hab, hab, ja, warum denn gehst du zu uns? Und der polnische Hund sagte, no, ich wollte bei ihnen mehr Fleisch fressen. Sa, aber warum denn gehst du zu uns? Ja. Und dieser Tschechen, dieser tschechische Hund hat gesagt, hab, hab, no, weißt du, ich gehe zu ihnen nur laut sagen, hab, hab, hab. Ja, so. Sicher denke ich, dass es war typisch für die Situation auf der beiden Seiten. Muss ich sagen, dass die Kooperation war gut, denke ich, dass in dieser Zeit es war mehrmal besser als ist zusammen, wegen, als ist heute, wegen dem, dass wir gehörten zusammen. Aber jetzt wir alle gucken, was gibt es in der West, ja, und welche Schuhe sind in der West, ja, und welche Sachen sind dorthin. No, und es ist die Einheit, ist nicht jetzt solche, wie es war früher. Aber jetzt sehe ich, dass es wäre besser sein, wenn ich werde etwas davon zu sprechen. Ja, ja, so. Wissen Sie, ich gehörte zu den Leuten, welche, leider bin ich schon so alt, welche gehörten zu den Leuten, die vorbereiteten die Reformen oder die Änderungen schon in dem Jahr 1968. Verzeihen Sie, ja, dazu. Aber so Sie sehen, dass viele Sachen ist möglich überleben. Ja, ich überlebte 5 Staatsänderungen und so. Ja, so. Und immer wieder bin ich in der selben Wohnung, in welchem beginnen die Gender Studies. Aber so wollte ich sagen, ja. So, da. So wollte ich noch sagen, ja, die Leute jetzt sprechen nicht, und die junge Generation, es ist unmöglich, aber die Leute aus meiner Generation, niemand sagte, dass er war der Mitglied der Kommunistischen Partei. Ja, so muss ich sagen, ja, ich war die Mitgliederin der Kommunistischen Partei und nicht nur so, ich war die ich organisierte die Kommunistische Partei an der Philosophischen Fakultät von den März 1968 bis April 1969. Ja. Nur ein Jahr, aber ein wichtiger Jahr, es war ja so. Also, und wollte ich sagen, dann, ich machte viel verschiedene Arbeiten, war ich schon weg aus der Fakultät. Aber trotzdem denke ich, dass es war relativ Zeit, in welcher war möglich, etwas zu machen. Ja. So, und so machte ich. Ja. So, was wollte ich noch dazu sagen? Ja? Dass zum Beispiel Charta 77, aber es war nicht nur die Charta. Hier, wir hatten da vielen und vielen anderen, kann man sagen, unoffizielle Organisationen. Ja. Auch Charta 77 war nicht die Organisation. Das Organisation, es war unmöglich gegründet. Ja. In dieser Zeit existiert möglich, dass es war in der DDR, in der DDR auch dasselbe, dass es war unmöglich organisieren, einige Organisationen, dass sie sollten offizielle Programm geben und so weiter. Zum Beispiel, Sie kennen der Mitglied der Frauenkreisseite oder Frauenorganisation, ja, aber nichts anderes. Aber so wollte ich sagen, dass Frauen in dieser Zeit hatten, dass in der Zeit der Charta 77 wurde herausgegeben 572
72, ja, Dokumenten über die verschiedenen Fragen, welche wichtig für uns sehr wichtig war, ja, zum Beispiel über die Situation in der Gesundheit, die Leute, die sind alt, Stellung der Leute in der Pension, ja, Minoritäten, Stellung der Roma, Zigeuner bei uns, Minoritäten gibt, welche gibt es? Die Minorität der Deutschen, Minorität der Rumänien, welche waren auf unserem Gebiet und so weiter. Können Sie mir verstehen, ja? Ja, so. Ja, verzeihen Sie, dass ich kann es nicht lesen. Ja, aber so und aber kein Dokument wurde herausgegeben über die Frauenfrage. Das ist typisch, denke ich. Ja. Und wir haben gesagt, naja, ach, auch möglich ist etwas. Jetzt werde ich wie die Verräterin der Frauenbewegung, verzeihen Sie ja, aber Frauen in der Tschechoslowakei waren die relativ die Gruppe, die wurde in der besseren Stellung als die anderen Leute. Zum Beispiel, keinmal wurden die Frauen so im Gefängnis so lange wie die Männer. Ja, ich war auch im Gefängnis, aber ich wurde gesendet nach einem Jahr. Ja, so. Aber die Männer bleiben dort länger. Muss ich sagen, dass die Frauen machten vielen, vielen Sachen gegen dem Regime. Zeit von Zeit hatte ich den Eindruck, dass es war ein bisschen die Frauenbrigade. Ja. Und wissen Sie, warum denn? Ich hatte die bessere und arbeitete ich besser und ich war gerne, wenn ich könnte, arbeiten mit den Frauen. Wissen Sie, unsere Frauen sind nicht zu viel emanzipiert oder waren nicht zu viel emanzipiert. Und in dieser Zeit, keine Frau hat nie gesagt, mein Lieber, ich habe so großen Mut, dass ich habe so und so gemacht. Ja? Und so die Frauen können Maul halten, ja, ich werde schon enden, ja. Sie kennen schon. Es ist sehr interessant, ich würde euch nur gerne ins Gespräch bringen. Deshalb, die Bitte, nein, die Bitte, nochmal, ja, Entschuldigung. Nochmal, ja, weiß ich nicht, ja. Aber das ist egal. Ja. Ja. Wenn Sie dann, Sie kennen mir, stopp. Ja. Ja. No, no, nur wie ich sollte sagen, dass die Frauen wissen, sind gewusst oder waren gewusst, dass es ist nicht popular bei ihren Männern und wegen dem, sie haben auch in der Bett gar nichts gesagt. Ja. So sind meine sehr und sehr gute Erfahrungen der Kooperation mit den Frauen. Und das ist nicht die Wahrheit, dass die Frauen nur und nur überschreiben die Texte, die wurden stilisiert von den Männern. So wollte ich sagen. Na, aber nach der Wende, die Frauen hatten nicht so große Interesse in der Politik gegeben. Verzeihen Sie, aber es hat sich geschehen. Es ist unmöglich schon ändern, ja. No, und meine Generation ist schon weg, ist schon alt, ja. Und, aber ich denke, dass die Frauen in meiner Generation gemacht vielen sehr wichtigsten Sachen. Ist es genügend, ja. Danke. Also vielen Dank, Elena. Ich möchte die beiden weiteren Wissenschaftlerinnen in der Runde auch noch vorstellen. Ludmila Popkova, sie ist Leiterin des Zentrums für Genderforschung in Samara, in der Russischen Föderation im Süden, auf der westlichen Seite. Ich habe extra nochmal auf die Karte geguckt. Das Zentrum für Genderforschung wurde 1997 gegründet, gegen Widerstände in der Provinz, wie man so sagt, wobei Samara, glaube ich, die achtgrößte russische Stadt ist oder so.
Und sie forscht auch zum aktuellen Stand von Frauen in Russland, aber in dieser Runde geht ja unser Blick zurück. Bevor sie das Wort ergreift, stelle ich zu meiner Linken Jolanta Plakwitz auch vor. Sie hat Fremdsprachen studiert, wenn ich das richtig gesehen habe, in London unter anderem dann Women in Business and Management gemacht, das dann auch in Polen, und hat Monitoring on Gender Equality Strategies in Poland erarbeitet. Und Polen ist ja in den letzten Jahren immer wieder aufgefallen durch eine starke, laute Frauenbewegung. Auch hier sind wir gespannt auf die Themen, die einzubringen sind und die gemeinsam sind. Frau Popowka, was waren die Themen, die Frauen mobilisiert haben in dieser Zeit vor dem Zusammenbruch des sowjetischen Systems? Gibt es Anschlüsse an Marinas Ausführungen, an Frau Schicklowas Ausführungen? Ну, я буду говорить не как участник событий, в отличие от двух, от Марии и Ирины, а как исследователь. Значит, в России перемены начинаются с 85 года и до 91-го период перестройки. И женщины, естественно, стали сразу активными участницами политических дебатов на общие темы. Потому что вот период, который еще частью перестройки является не период, а как бы явление, как гласность, снятие цензуры, разоблачение сталинизма, запрет там глушения западного радио и создание новых общественных объединений, народных фронтов, всяких дискуссионных клубов, то есть освободили вот это пространство для политических дискуссий. Поскольку советские женщины были женщинами образованными, активно участвовали в общественном производстве и при этом несли, как известно, двойную нагрузку в своей семье, полностью за нее отвечая, то они сразу же воспользовались вот этим окном, то есть проявив свою активность. Ну, для Советского Союза переломным стал тот же самый, как и для вот, других стран, 89-й год, но по-другому. Это год первых конкурентных выборов на депутатов народных депутатов СССР. И вот эта сама возможность участия в этой впервые за эту длительную историю СССР выборах, конкуренция, это привлекло внимание всей страны. Надо сказать, что заседания съезда транслировались по телевидению, то есть происходит очень быстрая такая политическая мобилизация. И на мой взгляд, вот главное, что как мы можем оценить женщин как акторов этих перемен, вот в составе нашей группы есть две такие женщины, уже представленная Валентина Череватенко, лидер женщин Дона, которая создавалась, и Ольга Бессолова, которые как раз в тот период стали инициаторами создания общественных организаций, там, женских групп и так далее. И женщины, на мой взгляд, в России, ну уже сейчас в России, в Советском Союзе, они выступили как бы в двух основных вот направлениях. То есть они впервые, во-первых, проявили инициативу по созданию собственных организаций, по защите общих интересов, прав, когда появляются концепции прав человека. И второе, создавая собственное независимое женское движение, то есть, собственно, выступая за женские интересы, права и так далее. Вот в первом направлении, конечно, самый такой известный, самый влиятельный стало движение солдатских матерей. Первые организации солдатских матерей возникают уже весной 88 года, когда был принят закон о призыве в армию студентов второго курса. И вот возникают эти стихийные такие, ну, в начале эти группы спонтанные. И что очень важно, первый съезд и создание комитета солдатских матерей проходит уже в 89 году. То есть вот этот быстрый период, 200 организаций они объединяют,
И, а на следующий год, 90-й год, уже указ президента Горбачева о проверке тех как бы, нарушений в армии, на которые указывает комитет солдатских матерей. Вот комитет солдатских матерей использовал две такие идентичности. То есть, с одной стороны, идентичность матери, да, как социальной защитницы, что это долг матери защищать наших сыновей. Вот это достаточно, в общем, можно сказать, как бы с феминистской точки зрения некое такое архаичное обращение, но оно оказалось очень удачным, потому что оно соответствовало массовому сознанию. И отсюда их успешность, популярность, развитие этого движения еще как бы до начала военных конфликтов, которые начала вести Российская Федерация. А второе, то, что они себя позиционировали как правозащитная организация. То есть мы не просто там заботимся о своих сыновьях, мы защищаем права человека, права военнослужащих. Но это первая, скажем, и организация, которая существует до сих пор. Второе, собственно, вот создание так называемых grassroots, да, то есть организаций снизу, независимых женских организаций, когда... И это было не такой, надо сказать, такой простой задачей. Почему? Ну, как известно, в странах социализма, в СССР тем более, женский вопрос считался решенным. Пожалуйста, все права на образование, там, работу и так далее. Собственно, о чем говорить. И надо сказать, что провозглашение вот этих новых лозунгов демократизации, создание новых демократических партий, там, свободы рынка, оно... Тем не менее, эти все новые организации, которых были уже десятки зарегистрированы там к 90-м, к началу 90-м году, они, собственно, тоже так же считали, как советские люди и советское правительство, что вопрос решен, собственно, никаких проблем нет, этот вопрос их совершенно не интересовал. То есть все вот демократы, интеллектуалы, как политики, так и участники дискуссии, они... не считали это нужным. Тем более на фоне других каких-то важных проблем и перестройка затем сопровождается с ухудшением экономической ситуации, уже это более важно. То есть не то, что там термин «феминизм», который до сих пор, ну и сами женщины очень его не любят, ну уж и тогда, да, какие-то там специальные женские интересы, права, то есть нет задачи такой. Поэтому... Оказалось, что, да, и более того, вот человек, который начал перестройку, президент Горбачев, значит, он, как он отреагировал на женский вопрос? Женский вопрос – это двойная нагрузка женщин. Значит, на работе, это так называемый, как мы называем исследователи, контракт гендерный, работающая мать. Ты должна работать, и ты должна быть матерью. Это твой гражданский долг. Ну, а ты отвечаешь одна за свои вот эти обязанности. Так вот, Горбачев предлагает, значит, чтобы облегчить эту нагрузку, женщины должны вернуться в семью. Прекрасно. Значит, назад, теперь им в частную сферу. И женщины, которые уже были активисты в других демократических движениях, как-то не были с ним согласны. Они были согласны с тем, что двойная нагрузка, что социальная защита во многом, которая направлена только на женщин, лишает их возможностей карьеры, отстраняет мужчин от семейных дел и так далее. Но это не значит, что они собираются вернуться к традиционным ролям, этим природным предназначениям и так далее. Да. И поэтому женщины, соответственно, протест уже не только против того, что осознание, да, что существует дискриминация. Это было новое для вообще вот этих групп женских, которые создаются. Само произнесение этого слова о том, что это не просто некие трудности у женщин, да, совмещение их ролей, а есть реальное, это дискриминация, дискриминационные практики, в чем они заключаются и так далее. И вот, соответственно, из этой общего посыла у всех вот активистских групп, а общий посыл – контроль за властью, демократический контроль за властью, раз. Мы хотим сами определять свои требования, повестку дня,
и требовать их исполнения. И вот из этого как раз рождается то, что мы называем независимое женское движение. Это как раз конец 80-х годов, появление вот этих масс новых организаций. К сожалению, часть из них, вот кроме самой, как бы, вот, Союза женщин Дона и некоторых других организаций, сейчас уже в силу новых 2000-е годы обстоятельств перестали существовать. Вот они массово возникают из этих инициативных групп. А далее состоялся вот такое знаменательное событие в 91-м году. Это первый форум, первый независимый, как он назывался у нас точно, независимый женский форум, да, где был вызван вот эта общая программа, то есть, вернее, лозунг, который отражал позицию как бы этого нового движения. Да? Демократия минус женщина – не демократия. Почему это было важно? Потому что появляются женщины-политики, они активно участвуют. Одна из самых известных, скажем, Галина Старовойтова. Да? Но большинство женщин новых, которые приходят в политику после 80-х годов, тоже не считает нужным заниматься женским вопросом. Нет, есть только общие задачи, не надо никаких специальных вопросов, это раз. Но есть другие организации, это наследницы советского типа организаций, комитет советских женщин. Комитет советских женщин, который там космонавт Валентина Терешкова долго возглавляла, значит, присутствовал в советские времена на международных конференциях, все, витрина была, в общем, нормальная. Да? И они, значит, вот к 91-му году как бы переформатируются, я бы сказала, создают движение «Женщин России». Движение «Женщин России». Они, да, участвовали, кстати, от общественной организации единственные, получили вот право еще в 89-м году направить своих депутатов на съезд. Значит, у них тоже есть своя повестка женская. И поскольку они наследуют вот этот вот советский опыт, то они, риторика о том, что, ну, есть права женщин, они там как бы существуют, она все-таки была не главная. Вот я в свое время делала большое исследование по самарским организациям, да, депутатам Думы от как раз этого движения «Женщин России» и так далее. И что я выяснила? Что вот даже риторически вот эти новые женские организации, вот это, которые подчеркивали, что они независимые, что они не связаны с властью, как этот был комитет советских женщин, естественно, да, они делают акцент на правах женщин, на равенстве женщин, то есть нужно требовать. Здесь вроде бы тоже идет у этого движения, да, «Женщин России», речь идет о чем? О защите. Нужно женщин защищать. Почему их надо защищать? Чтобы они выполняли свою роль. Они выполняли свою роль, а роль – это первая матери. И вот их основная стратегия, когда они шли на выборы и так, и после, в 90-е годы. А в 93-м году на первых как раз выборы вот эти «Женщины России» получают 8% больше 8% голосов, то есть они преодолели 5% барьер. Ну, во многом за счет чего? За счет вот этого акцента на то, что у них особая женская политика. Какая? До этого, октябрь 93 года, драматические события, страна практически на грани гражданской войны, расстрел Белого дома, там противостояние Верховного Совета и президента, да, а теперь придут женщины, мирные женщины, которые к компромиссу всегда, за социальные интересы и так далее. Встает вопрос, а почему в 95-м году они не набрали ни 5% не прошли, а потому что до этого началась Чеченская война уже в 94-м году. И где был голос этих женщин, России, депутатов, яркий? Значит, сейчас они там, нынешний лидер там 50 раз уже писала свои, оправдываясь там, понятно. Но не было этого голоса. Этого голоса против войны в Чечне не было.
Да? Вот этот мирный. И вот это противодействие, вот этот конфликт, они сейчас существуют, очень много женских комитетов, они частично, конечно, делают очень полезное дело, там, помогая, скажем, женщинам, особенно на селе, но вот это идеологическое раскол, да, независимые организации, да, которые стали готовить на втором форуме, скажем, альтернативный доклад ОБОН. И до сих пор это, да. И вот эти, условно, я их называла официальные организации, да, так называемые. То есть это проблема, которая существует до сих пор. Для, в каком смысле? Мобилизация, собственно, женщин вот для массовой поддержки. Да, помимо тех барьеров, которые ну, традиционно с массовым сознанием, в том числе и женщин, существуют. Я заканчиваю. Окей. Vielen Dank, Frau Popovka. Mir nochmal aufgefallen, dass in der Art, wie Sie diese Geschichte erzählt haben, doch deutlich wurde, dass die Vorphase einer neuen Formierung sich anders gestaltet, als das zum Beispiel in der DDR der Fall war und wohl auch in der Tschechischen Republik. Aber jetzt blicken wir nach Polen. Frau Plagwitz, woran entzündeten sich Frauenthemen, frauenspezifische Themen in den 80er Jahren? Als die Solidarność ja schon ein Teil der polnischen Realität war und spürbar war in allen osteuropäischen Ländern. Dankeschön. Woran entzündeten sich die Frauenthemen in Polen? Thank you for the invitation. I'll be very brief. And I'll just pinpoint main things in the long, long history of Polish opposition movement and the role of women in this opposition movement, which was really great. And I would like you to remember, especially the younger women, that in the 80s, Polish society under communist regime had no right to associate freely. And all things that happened in the 80s were happened in the underground or were clandestine, were illegal. And the women in the Solidarity Opposition Movement, which was a great part of Solidarity, were women. They came from very different backgrounds. There were women as Anna Valentinovich, from whom everything started in the 80s. And she was a crane operator in Gdańsk. And there was also Alina Pienkowska, who was a nurse, and Halina Mikołajska, who was an actress, and Barbara Labuda, a university lecturer, and Helena Łuczywa and Joanna Szczęsna, who were both journalists. So they came from very different backgrounds. And they came from different parts of Poland. And their role in opposition movement was different, but they were all united by the idea that the system has to change. It was different from the point of view of women workers, because women workers were mainly against the condition, the living conditions that were in Poland in the 80s. As we remember this decade, we only had vinegar in the shops. So it is sort of how we remember the 80s. But the women, more intellectual women, were speaking about, they were fighting for the rights to free speech, association, to free travel. And they had something, but they had something in common. They never, never, ever spoke from the women's perspective, and they never mentioned women's rights. None in the solidarity movement. I have never heard a woman from solidarity movement in the 80s to speak about women's rights. Because at that time, we had no really access to feminist theory, and we only had one feminist group, very small one,
which was formed in Warsaw in the 80s by women students at that time. And they established this group because they wanted to do some awareness raising, to discuss feminist issues from the point of view of feminist theory and so on. And they never meant to go out public. But in 1986, they decided to organize the first public event. It was a cultural event. It was a review of films in Warsaw. It took 3 weeks, but it was a review of films directed only by women, only women directors. And when this idea was publicized, there was a lot of laughing because nobody took into consideration that this will be more than one day of film reviews. No women directors. We had 3 weeks of this showing. It was when? Which year? 1986. Yes, but then 2 years later, the Polish Catholic Church made this first attack on our right to abortion. It was still under the communist regime, but this regime was already in retreat, so they decided to go hand in hand with the Catholic Church. And the women from this group found themselves suddenly in the streets demonstrating in front of churches, which is very, very dangerous thing to do in Poland. It started, I think now it's 30 years of more than 30 years of history of Polish women fighting for this right against the Polish Catholic Church, because it hasn't stopped. After 1989, I must tell you that the famous round table that was organized between the government, the then government, and the opposition leaders, in this round table meeting, there were only two women, one from the opposition side and one from the government side. But there were women in the smaller tables, mainly from the opposition movement. But after 1989, when this agreement was signed and the system changed, there was more and more public recognition of women's issues and women's rights. And it was thanks to the free media. It was there were many conferences organized across the country, and there were protests and demonstrations against the change in the abortion law. This was the main issue. And it was all organized by a growing number of women's groups, because suddenly women could organize legally into groups. As far as women from the opposition are concerned, I think somebody mentioned this already, they withdrew after 1989. Most of them withdrew from politics. And they were asked later about some researchers why. They said that they achieved the goal and there was nothing more to fight for. And they left the place for their colleagues. This is strange, I know, but it was like this.
And in the 90s, when we, because we knew some of them, we asked them to support our fight. They said that they cannot do it because it would be against the church, which was, of course, an institution that sheltered the opposition, and everybody was had this thankful attitude towards them. But it was also against their colleagues, those who fought with them. So but later these women divided, and some of them became openly pro-feminist in this issue, but in many other issues. It was mainly in the beginning of the 90s when the new government, new parliament was formed, and women sort of understood that they are pushed away or out from many positions in the parliament and in the government by their colleagues. And it was also due to the openly anti-women and anti-feminist positions that their colleagues from the opposition took. And this fight found us in a difficult position because there was no recognition of women's issues among the post-solidarity groups. And in the parliament that formed in 1989 was divided into those who came from the opposition and those who still were from the previous government. And we had to cooperate with women from the previous government because they were really conscious about women's issues, and they talked openly about gender equality and other things. And we formed with them, Parliamentary Women's Group, which was a body that included women parliamentarians, but also women from different women's groups. And until, I think, 1999, it was quite an important body. And it helped in many, many issues. So it was paradoxical, but it was like that. Contrary to the GDR, we didn't become members of European Union until 15 years later. And it was, I think, the turning point for women in Poland. I mean, our membership in the European Union brought us a lot of changes in the policy for women. So it means that there is not much authority in women, but if there is outside authority, then the political circles somehow give up some things, but not all of them. Thank you. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Da wir später angefangen haben, überziehen wir jetzt einfach noch ein bisschen und nehmen uns noch 10 Minuten für eine kleine Runde. Es gibt eine Menge Themen und auch für die nächsten Workshop-Sessions und für heute Abend und morgen ist reichlich vorgesorgt, glaube ich. Ich würde auf einen Punkt hinweisen, der bei allen von Ihnen hier in der einen oder anderen Weise eine Rolle gespielt hat. Also es gibt diesen Konflikt, wo die Prioritäten liegen sollen. Geht es um einen Kampf für politische Freiheit, für eine Veränderung im politischen System und so weiter? Oder geht es darin eben auch zusätzlich noch um Frauenrechte oder
Das kennen wir, glaube ich, auf der ganzen Welt. Die Linke nannte das mal den Konflikt zwischen Haupt- und Nebenwidersprüchen. Aber das Interessante in dieser Konstellation, dieser sozialistischen Umbrüche da, scheint mir doch auch zu sein, dass es eben in den sozialistischen Gesellschaften diesen Anspruch auf Gleichberechtigung der Frauen gab, und der hat sich eben verwirklicht in dem Maß, in dem Frauen Teil der Arbeitswelt waren. Ja, wie wir heute arbeiten, werden wir morgen leben und so weiter, und durch das Teilnehmen an der Arbeit nehmen alle, Männer und Frauen, teil an der Gestaltung des sozialistischen Systems und so weiter. Und das Verrückte ist, als dann die Umbrüche kamen und die Arbeit für so viele Leute verloren gegangen ist und die Arbeitswelt sich so elementar verändert hat, taucht darunter diese konservative Gender-Interpretation wieder auf, die ja durchaus im Sozialismus gleichzeitig fröhlich überleben konnte. Also dieses Frauen gehen dann zurück in die Familien, Frauen machen in der Politik den Platz frei für die Männer oder wie auch immer. Und ihr habt das jetzt alle, wenn auch in unterschiedlichen Nuancen, beschrieben, dass diesem Rückzug von Frauen oder dieser Aufforderung zum Rückzug von Frauen dann erst die Entstehung auch neuer Gruppen wieder gefolgt ist, gewissermaßen in diesen Konflikt um die Rolle von Frauen. Das fand ich sehr spannend, und ich wollte euch noch eine Frage stellen. Was war denn die Rolle von Frauen und Frauenthemen, Fraueninteressen in der Transformationszeit selber? Also wurden Fraueninteressen vertreten durch Organisationen? In der DDR hat sich der Unabhängige Frauenverband gegründet, genau zu dem Zeitpunkt, als klar war, entweder wir gründen eine Frauenorganisation oder wir sind am runden Tisch nicht vertreten. In Polen hat das anders ausgesehen, haben wir gerade in der Pause kurz besprochen. Das würde mich sehr interessieren, auch von Ihnen das nochmal. Vielleicht können wir die Länder noch einmal kurz durchgehen unter dieser Frage, wie wurden Fraueninteressen in den Umbrüchen selber vertreten? Waren die da? Waren die zu hören? Oder eher erst später und davor? Und bitte. Verzeihen Sie bitte, aber ich bin in diesem Fall nicht die Beste, wie Sie kennen es, davon zu sprechen. Wissen Sie, nach der Wende, ja, es bedeutet am Anfang der 90er Jahre, ja, die Frauen hatten keine spezifische Stellung, wegen dem, dass wir haben gedacht, dass die Freiheit und die Möglichkeit der freien Wahlen und Parteien ist mehrmal wichtiger als nur und nur die Frauenfrage. Eine Sache. Zweite Sache, dass die Frauen waren in der Zeit des Sozialismus, ja, relativ in der Stellung der Gruppe, die wurde gesagt, es hat sie gesagt, ja, in dieser Zeit, dass die Gesellschaft ist gespalten. Dělníci, rolníci, pracující, intelligente, arbeitende Intelligenz und Frauen. Und schon in der Zeit, verzeihen Sie bitte, in dieser Zeit war ich schon mehr als die Erwachsene. Ich bin geboren in 1935. Ja. Es bedeutet, dass nach Ende der Zweiten Weltkrieg war ich schon 10 Jahre alt. Ja. So hatte ich auch die Vorstellung, was es bedeutet. Nicht nur so, meine Mutter war die Mitschülerin von Milada Horáková. Das ist eine Frau, die wurde gehängt. Ja. So, aber wissen Sie, wir waren keine konservative Familie. Aber denke ich, dass die Frauen, es war nicht für uns die wichtigste Frage nach der Wende. In der ersten Parlament, ja, wurden kooptieren vielen Frauen. Und die Frauen machten mehr als ein Drittel der, die wurden kooptiert in der neuen Parlament, aber diese Frauen haben schon kein Interesse, weiter in der Politik bleiben. Verzeihen Sie, aber möglich ist, dass es war die Fehler, aber
solche Situation es war. Ну, относительно представлений женских интересов, конечно, часть активисток самих, да, женщин, это не интересовало. Они считали, что вот этот общий процесс демократизации, там, рынка, возможно, значит, как-то должен автоматически все решать. Вот те группы, о которых я сказала, которые формировали вот это независимое женское движение, задачу, которую они поставили, на мой взгляд, на первом этапе, это примерно там 90-е годы, это как раз вот просвещение женщин для того, чтобы получить как бы эту массовую поддержку, в том числе и политическую, да, что женщины – это особая группа. Есть наряду с общими задачами демократизации, они, естественно, за и общей проблемой там, солидарности, защиты прав человека, есть особые интересы и есть дискриминация. Вот это осознать, да, это до сих пор, кстати, является задачей. До сих пор еще является задачей. Женщины, вот мы живем трудно, ну вот так устроено. Кем? Наверное, вот какой-то некой там природой, да? То есть и это есть еще. Хотя сейчас, конечно, уже масса новых феминистских групп, молодежных, которые выступают с радикальных позиций, я имею в виду с радикальных, как название его, как западный феминизм, да. И при этом часть вот тех вот женских организаций, которые там, скажем, стали избираться, вернее, представители их, да, в парламент, ну пусть недолго, и там нынешние, они в этом смысле дискредитируют женскую повестку, да, потому что они-то под этим женским знаменем выступают за традиционную какую-то. Ну да, там женщины должны работать, да, ну пусть они работают, но пусть особо никуда не высовываются. А вообще-то там как бы это такие лоялистки, они с самого начала были. И в этом смысле, ну сейчас-то они полностью уже совсем просто слились с властью, да. Но и, соответственно, тогда это возникает вот такое непонимание. Зачем, собственно, какие мы должны там эти интересы? Наши есть общие интересы, и все. А вот то, что женское, это какое-то, ну, в общем, не только второстепенное, да, а вообще, ну, не очень даже какое-то приличное, какое-то там жертвенное и так далее, да. Поэтому вот пока еще, скажем, в России, да, нет вот такого проявленного, да, ну, скажем, из партии, только партия «Яблоко», которая давно уже начала это движение. Партия «Яблоко» имеет четкую такую гендерную повестку, свою фракцию, там что-то говорит. Все остальные, мне кажется, только партии, да, и тогда были демократические партии, самые, сейчас их в публичном пространстве, скажем, нету, это партии там, то и до сих пор 30 лет прошло, то есть не считается, что есть нужны особые, да, что это часть демократического процесса, что вот это гендерное равенство, да, что это не может быть там, демократией. Вот странам, которые постсоциалистические вступили в Евросоюз, им это было как бы предписано, да, во многом, пусть декларативно, принять закон о равных возможностях, принять закон о противодействии насилию домашнему. Российская Федерация бьется с этим до сих пор, да. То есть вот только сейчас какой-то, да, там и этот самый, как она у нас, председатель Совета Федерации, значит, вот она, Валентина Матвиенко, прозрела, что у нас, оказывается, есть домашнее насилие. Потому что мощные кампании, наконец-то, это партия власти, да, вот это понадобилось. А так, значит, не только там законы, да, но еще и вводить вообще репрессивные, то есть законы, вернее, вообще, как бы, позволяющие побои в семье, да, которые их вывели из Уголовного кодекса. Вот. И то же самое закон о равных правах. Просто декларативный, пусть закон декларативный, значит, это не значит, что все там улучшится, как не особо, может быть, и улучшилось в других странах. Но даже это вызывает протест. Поэтому, естественно, что эта проблема остается с тех пор до сих пор. И те организации женские, просто правозащитные, которые тоже, надо сказать, не сразу стали включать правозащитные организации, допустим, экологические организации, которые, скажем, активно там развивались. Но они, в отличие от партии «Зеленых» Германии,
не считали, что у них должна быть гендерная повестка отдельная. У них свое дело, понятное, очень важное, нужное. Ну и, может быть, и женские эти правозащитные организации тоже не включали там экологическую повестку. Вот давайте мы будем друг друга выяснять, кто из нас более правозащитник. Ну так не успех это не получится, понятно. Вот. Но вот сейчас мы, мне кажется, как-то сдвинулась эта ситуация вот в сторону этой солидарности гражданских организаций разного направления. Да. Вот сейчас это идет процесс в России. Herzlichen Dank. Jetzt hören wir noch etwas aus Polen. Ich habe einen Aufsatz gelesen von Ewa Sagniak. Why did we not become feminists for Poland? Das war das Thema dieses kulturellen Konservatismus. Aber die Rolle der Partei, die Sie gerade angesprochen haben, ist ja auch nochmal interessant, weil da Bewusstsein da war für Frauenfrage. Was war die Rolle der Frauen in der Transformation? I wanted to say that we tried everything. I mean, we used 1989 and a new system to change everything for the benefit of women. So we tried a lot of bills on gender equality. They all failed. It was only thanks to the European Union that we have some gender equality provisions in our labor code and in other laws. We tried succeeded to establish an office of plenipotentiary for gender equality. It was not easy. It was not easy even though the European Union calls for such offices in any country. And we managed to have a woman who was very well educated in women's issues as a plenipotentiary, but she made a career and became a vice prime minister and abandoned this office. But now we don't have it anymore because we have all the time we fought with women from conservative groups, because whenever we started an issue, there were other groups from conservative parties, and they were sort of clashed with us in discussion, in TV discussions, and things like that. Now there is a regress, I think, for women's rights very, very much in Poland. But this is not the subject of this. Thank you very much. Vielen Dank an dieser Stelle. Das letzte Wort in dieser Frage hat Marina. Die Frage ist, wie wurden Fraueninteressen in der Transformation vertreten? Ich habe die Frage, glaube ich, verstanden. Der Unabhängige Frauenverband gründete sich im Grunde genommen, nachdem die erste Gründungsphase schon vorbei ist. Und die merken bei der Durchsicht der Programme dieser unabhängigen neuen Bewegung, dass da von Frauen überhaupt nicht die Rede ist, sozusagen. Und das ist eigentlich der Aufhänger, mit der Aufhänger für die Gründung des Unabhängigen Frauenverbandes. Es ist eigentlich schon eine Art eine Gegenbewegung, würde ich sagen. Und es sind Frauen, die aus anderen Milieus kommen, als die Frauen, die in diesen oppositionellen Gruppen und dann neuen Bürgerbewegungen sich gegründet haben. Das ist in einer Zeit, sagen wir mal, der Unabhängige Frauenverband besteht dann darauf oder will, dass es ein Gleichstellungsministerium gibt. In dieser neu gewählten Regierung dann ab April. Diese Regierung ist dominiert durch ein rechtskonservatives Bündnis. Dieses rechtskonservative Bündnis findet Partner in rechtskonservativen Bündnissen in der Bundesrepublik. Hier treffen zwei völlig verschiedene Geschlechterbilder und auch Verständnis von Frauen- und Gleichstellungspolitik völlig aufeinander, sozusagen. Was aber dann stattfindet, ist ja ein sehr schneller Anpassungsprozess, der auch juristisch ist und ökonomisch, an die Bundesrepublik. Das heißt, bevor diese Bewegung sich überhaupt konstituieren kann,
sozusagen geht es schon darum, Rechte zu, nicht mehr zu gestalten, sondern zu erhalten, erst nur etwas zu erhalten. Und das spielt eine große Rolle. Ich will noch zwei andere Sachen sagen. Was ich, glaube ich, für heute auch sehr problematisch finde, das ist die Frage der Bündnis. Der Bündnisbereitschaft und der Bündnisfähigkeit. Das war, also aus diesem Gleichstellungsministerium ist, Sie werden sich alle wundern, nicht geworden. Daraus wurde dann eine Gleichstellungsbeauftragte, die hier in persona vor Ihnen sitzt. Aber das ist ein anderer Schauplatz sozusagen. Darf ich einwerfen, dass ein Buch entstanden ist in der Zeit, was ähnlich ist dem, was Frau Schicklova erzählt hat. Es wurden die Schränke geöffnet und die statistischen Informationen veröffentlicht. Genau, gibt aber auch der... Ging in die Geschichte das, ein. Genau. Für mich, ich denke, ein anderes Problem, also betrifft jetzt diese Bündnisfähigkeit sozusagen. Das heißt, und ich glaube auch am Beispiel vom UFV kann man das gut sehen, da gibt es die Frauen aus den verschiedenen Basisgruppen, die wollen eine Frauenbasisbewegung gründen. Und dann gibt es welche, die sagen, nee, wir müssen hier in die Politik sozusagen. Das Ganze ist eine Machtfrage und wir müssen Macht haben. Hier treffen, das sind völlig verschiedene Strategien und die treffen hier aufeinander und bringen viele Konflikte innerhalb dieser sehr jungen Bewegung, muss man da jetzt nicht vom Alter her, aber die haben ja überhaupt keine Zeit, eine eigene Programmatik und eigene organisatorische Strukturen rauszubilden. Die Lokomotive rast ja schon, sozusagen. Ja? Und das ist, glaube ich, diese Zerrissenheit ist ein ganz schwieriges Problem. Das andere ist sozusagen, verstehen wir uns eben politisch oder verstehen wir uns feministisch? Und das ist die Beziehung zur Macht, die, glaube ich, ein ganz schwieriges Problem ist und auch bis heute ein schwieriges Problem ist. Und es ist, können wir uns sozusagen mit anderen Frauen über auch unterschiedliche politische Auffassungen hinweg zusammentun, wenn es um gemeinsame Interessen geht. Das ist meines Erachtens ein bis heute sehr relevante Frage. Die trifft jetzt nicht nur für die Frauenbewegung zu, sondern generell. Und das war auch ein Problem zu den Wahlen in der DDR, also dann zu den April-März-Wahlen. Es gab eine Distanz der oppositionellen Gruppen, die aus den 80er Jahren kommen, gegenüber dem UFV. Die kamen aus unterschiedlichen Milieus, die haben anders gedacht und die waren auch, die einen waren eher im Umkreis der SOD zu finden und die anderen waren ja immer in Opposition zur SED. Kein Wunder, dass die nun jetzt so schnell nicht zusammenkommen konnten. Okay, das war mein Thema, ich steige darauf aber nicht ein. Herzlichen Dank, das Essen ist da und bevor wir jetzt aufstehen, gibt es aber noch eine kurze Ansage von Inga. Ich danke an dieser Stelle sehr herzlich. Wir hätten jetzt noch Stoff für weitere 2 Stunden, völlig ohne jeden Zweifel. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, für die Geduld und einen fröhlichen Nachmittag wünsche ich an dieser Stelle und Inga hat das Wort.